Hallo meine Lieben, wir sind bereits zu Hause angekommen. Ihr seht mich nur auf Halbmast, weil ich hier die Blume für meine Mutter verpacke. Also wir fahren jetzt zum Hochzeitstag zu meinen Eltern und Vicky ist schon in der Dusche. Wir waren auf dem Baggersee gewesen. Heißt es auf dem Baggersee? Am Baggersee. Am Baggersee. Genau, wir waren am Baggersee. Und sind dann jetzt nach Hause gekommen. Jetzt packe ich die Blume ein. Davor habe ich schon angefangen, unser Mittagessen für morgen für die Arbeit vorzubereiten. Wir haben apropos Sonntag, nur dass ihr wisst, wo wir uns gerade zeitlich bewegen. Und ja, ich habe das Mittagessen angefangen vorzubereiten. Also die Bestandteile sind auch schon fertig und da. Zusammenfüge werde ich das essen, wenn wir zu Hause sind. Ich zeige euch auch, was ich zubereitet habe. Wenn wir zurückkommen beim Zusammenfügen, ist es tatsächlich ganz, ganz leicht. Es ist ein Salat, ein sommerlicher italienischer Salat, sagt Vicky, ist das. Ups, ihr seht ja die Blume da gar nicht. Ne? So habe ich mir gedacht. Machen wir das und dann kommt da noch eine Streife drum. Aber ich glaube, ich nehme Tesafilm dazu. Tesafilm und Tacker. Beides kommt zur Hilfe. Ich persönlich würde tatsächlich andere Schleifen und Farben wählen, aber meine Mutter mag sowas. Und es geht je nachdem, was der Geschenkte mag und nicht, was der Schenkende mag. Der Geschenkte, das meine ich nicht, der Geschenkte. Vor lauter Rascheln hoffe ich, ihr könnt mich gut hören. So, haben wir gut hinbekommen. Jetzt nur noch die Schleife und das Band und die Schleife, also so kommt es dann dahin. Ja, so ist das Ergebnis. Ich glaube, das reicht. Das da ist gar nicht vonnöten. Das mache ich dann weg. Bringe jetzt meine Sachen weg und gehe dann mich auch frisch machen, dass ich nicht voller Sand dann im Restaurant sitze und noch voller Sonnencreme. Ich mag das gar nicht. Also dieses Gefühl der Sonnencreme. Ich mag das dort zu sein, irgendwo aber nur im Schatten. Und denk dran, immer, immer, immer gut eincremen. Ich nehme auch für mich Sonnenschutzfaktor 50. Und wer glaubt, dass man dadurch nicht braun wird, der irrt. Man wird braun, man wird aber geschützter braun. Also denkt nicht, dass wenn ihr euch Sonnenschutz 50 aufträgt, dass ihr dann gar nicht braun werdet. Ihr werdet braun. Nur halt langsamer und geschützter. Auch gar nicht langsamer, nur geschützter, ja. Ihr verbrennt nicht. Also wir saßen jetzt 4-5 Stunden in der prallen Sonne und wie ihr seht, habe ich keinen einzigen roten Fleck. Ich nehme immer, immer auch für mein Gesicht, für den ganzen Körper, sogar wenn ich nicht in die Sonne rausgehe, also nicht zum Sonnen rausgehe, nehme ich einen Schutzfaktor. Es ist wichtig, schützt euch und eure Haut, vor allem auch eure Kinder. Meine Lieben, wir sind startklar. Ich habe mich nicht geschminkt. Nur ein ganz kleines wenig Wimperntusche aufgetragen. Meine Haare habe ich einfach zusammengebunden. Und ich wollte euch das wunderschöne Kleid zeigen. Das ist apropos auch von H&M und ist bereits 4 oder 5 Jahre alt. So, wieder bodenlang. Das ist so eine Art seidenartiger Stoff. Liegt ganz kühl auf der Haut. Es ist sehr, sehr angenehm. Hinten natürlich offen und ist BH-los zu tragen. Also wer das für wen das nichts ist, das ist natürlich, ja, aber sehr angenehm auf der Haut, wirklich. Sehr leicht, sehr luftig, sehr bequem. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu meinen Eltern und ich sage, wir sehen uns gleich, wenn wir zurückkommen mit euch. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und wie versprochen zeige ich euch jetzt, was ich für einen Salat denn vorbereitet habe. Ich sage euch erstmal, was ihr braucht. Ihr braucht
zwei Zucchinis oder je nachdem, ob ihr mehr oder weniger Salat macht, mehr oder weniger. Dann braucht ihr Nudeln, ihr braucht Hirtenkäse, da könnt ihr nehmen, was ihr mögt, entweder Schafskäse, Ziegenkäse oder ganz normalen Kuhhirtenkäse, da gibt es ja verschiedene. Und was denn noch? Essig, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chiliflocken, wenn ihr es pikant haben wollt, wenn nicht, dann nicht. Also Gewürze nach Geschmack und ein bisschen Basilikum, frisch. Ich habe jetzt hier so einen frischen Topf. Jupp, da ist der. Den werde ich verwenden. Und ja, das war's. Ich zeige euch jetzt, wie ich den Salat gemacht habe oder wie ich ihn jetzt machen werde. Und wenn ihr den nachmacht, würde ich mich freuen, wenn ihr mir sagt, ob es euch geschmeckt hat. Ich weiß nicht, ob er schmeckt. Ich mache den zum ersten Mal. Den habe ich apropos bei Lidl Rezepten herausgesucht. Und ich werde außerhalb des Rezeptes noch Oliven dazu tun, weil ich das so gerne haben möchte. So, und hier seht ihr die Oliven, die habe ich jetzt einfach klein geschnitten, also in Ringe. Nudeln habe ich vorab abgekocht und ich habe auch schon Feta-Käse klein geschnitten. Das sieht jetzt nicht unbedingt sehr appetitlich aus, aber ich habe es mir einfach vorbereitet, weil, wie gesagt, wir waren jetzt in Mannheim bei meinen Eltern zu Besuch, also in einem Restaurant gewesen. Deswegen habe ich mir die Arbeit jetzt einfach erleichtert, weil, schaut mal, es ist schon 9:30 und ich will einfach das Essen vorbereiten für uns. Außerdem habe ich auch schon die Zucchinis angebraten. Ich habe sie davor auch mariniert. Also bevor wir zum Strand gegangen sind, habe ich sie mit Dill, also mit trockenem Dill, Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl, Trockenknoblauch und Trockenzwiebel zusammengemixt und in dem Kühlschrank stehen lassen. Als wir zurückkamen, habe ich sie angebraten und dann wieder in der Pfanne stehen lassen, damit, wenn wir zurückkommen, muss einfach, dass ich die, also all das zusammenführe. Und hier Basilikum stand schon im Topf und ist auch bereits abgeduscht gewesen, ne? Also ich kann das tatsächlich nur pflücken und dann ist es gut. Ich habe alles abgeduscht, alles gewaschen, alles geschnippelt. Jetzt führe ich diese ganzen Zutaten, die ihr seht, hier zusammen. Also hier ist Essig, ich habe jetzt diesen da ist nicht mehr allzu viel drin. Aber ja, ich brauche ja nicht allzu viel Pfeffer. Hier habe ich Chiliflocken noch und Salz. Dann probiere ich erstmal, wie salzig das ist, weil Nudeln sind gesalzen. Der Feta-Käse ist salzig und Oliven sind salzig. Und die Zucchinis habe ich auch beim Braten schon gesalzen. Gucken wir, wie viel Salz ich brauche. Und ja, dann lass uns das mal schön zusammenführen. Und wir gucken, was das Ergebnis dann so an den Tag legt. So schaut der Salat aus. Ich habe den jetzt hier schon in eine Schüssel umgefüllt. Da kommt jetzt ein Deckel drauf. Das ist dann für uns auch für Dienstag, also für Montag und Dienstag. Für morgen, für Montag habe ich mir das schon abgepackt und für Vicky hier auch eingepackt in unsere Dosen. Also da machen wir eigentlich nur Kaltspeisen rein oder Brot in diese Dosen. Wir haben extra Dosen für die Mikrowelle, um das auf der Arbeit aufzuwärmen. Ja, das ist meine. Steht auch Katharina draus, bei Vicky steht nichts drauf, aber sie hat so Clips dran. Das kommt jetzt mit dem Deckel in den Kühlschrank. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich kann euch empfehlen, wer es mag, getrocknete Tomaten noch reinzumachen. Aber ich habe keine da. Im Rezept sind auch keine angegeben. Ich finde, die Oliven passen super, super gut dazu, aber getrocknete Tomaten würden das auch noch so ein bisschen aufpeppen. So, Deckel drauf. Und dann geht das ab in den Kühlschrank und wir gehen jetzt das Bad endlich vermessen. Es ist zwar schon so spät, aber wir schieben das schon seit 3 Wochen vor uns. Ich kann das irgendwie nicht mit einer Hand Deckel drauf machen, funktioniert nicht. Doch, jetzt, wenn ich die Kamera irgendwie schräg halte, geht es dann doch. Naja, ob, ist das geschlossen? Ja, ja. Alles kommt jetzt in den Kühlschrank, damit es bei dieser Temperatur kann man nichts draußen stehen lassen. Ja, wir gehen unser Bad vermessen, damit ich endlich die Tapeten dafür kaufen kann, damit wir das Bad auch anfangen umzuändern. Und so schnell sind wir am nächsten Tag. Das, was hier raschelt, ist meine neue Tüte. Ich war gerade beim Lidl kurz drin. Ich habe Joghurt für Vicky mitgenommen nach der Arbeit. Heute ist Montag apropos, einer meiner längeren Arbeitstage.
Ja, ich habe Joghurt für Vicky geholt, für mich Buttermilch habe ich geholt und noch so Nussknabber-Süßzeugs und nochmal einen Mohnkuchen, einen fertigen. Klar, man kann den auch selber machen, aber ich habe heute tatsächlich sehr, sehr wenig Lust, irgendwas auch im Ofen oder in der Küche zu machen. Ich habe extra gestern auch ja, mit euch zusammen den Salat fertig gemacht, damit ich das heute nicht mehr machen muss, damit ich einfach mich entspannen kann. Mein Ziel ist heute, die Nägel abzulackieren. Die waren jetzt, ja okay, nicht ganz 4-5 Tage, aber heute habe ich Zeit. Vicky ist beim Volleyballtraining und ich habe ja heute kein Yoga, da ich ja so lange arbeite. Deswegen will ich die Nägel ablackieren und mich dann um meine Nägel kümmern. Vielleicht mache ich jetzt eine Farbe. Oh, hi. Hi. Sorry, ich habe so ruckartig aufgehört. Opala, die Kamera wackelt zu sprechen. Ich lief, redete mit der Kamera, also mit euch. Und dann kam plötzlich mein Hausmeister auf mich zu. Also der lief tatsächlich mit mir und da ich ja so auf die Kamera fokussiert war, habe ich gar nichts mehr gesehen. Ja, hat so auch ein Stückchen in die Kamera reingeschaut, aber ich werde ihn rausschneiden. Ja, muss ja nicht sein, dass man alles mitfilmt. Ich weiß auch nicht, was ich euch erzählt habe. Ich glaube, dass ich heute einfach die Zeit für mich nutzen möchte und ja, ach, was ich eingekauft habe, ja. Genau, Zeit für mich nutzen möchte, meine Nägel zu machen. Deswegen habe ich einen Mohnkuchen jetzt gekauft. Vicky wollte einen Mohnkuchen essen und ich habe jetzt diesen hier beim, könnt ihr das überhaupt sehen, beim Lidl mitgenommen. Wenn sie möchte, wenn sie nicht möchte, dann lasse ich ihn einfach fürs Frühstücken oder keine Ahnung, für einen anderen Tag. Dann wollte Vicky Joghurt heute Abend essen. Ich habe jetzt Joghurt mitgenommen auch, so einen ganzen Bottich. Und für mich habe ich so Erdnusshäppchen, die habe ich euch gesagt. Die sind einzeln verpackt. Ja, es ist nicht unbedingt so gut für die Umwelt, aber wenn man mit vielen Kindern unterwegs ist und alles so matschig wird, ist auch nicht so geil. Glaubt mir, manchmal muss man, also irgendwie muss ich mich organisieren, ja. Und auch für mich ist es auch besser, dann aus meiner Tasche das rauszuholen, wenn es nicht zermatscht ist und in irgendeiner Tupperdose verlaufen draußen. Das sind ja tropische Verhältnisse. Ja, für mich habe ich noch eine Flasche Kefir mitgeholt. Ich habe jetzt noch eine da, aber dass ich noch eine dazu habe und Shrimps in Dillsoße. Das war mir wichtig. Dillsoße, habe ich euch ja auch gesagt, esse ich sehr, sehr gerne. So, das war's eigentlich und ich packe die Flasche jetzt zusammen. Vicky hat uns, wie ich sehe, hier die Wassermelone schon geschnitten. Die eine Hälfte steht hier, die andere wahrscheinlich im Kühlschrank. Ja. So, was gibt's Neues? Neues gibt's, dass Vicky jetzt diese Woche am Freitag wegfliegt nach Bulgarien, um nicht dort Urlaub zu machen, sondern sie begleitet ihre Mutter dahin. Ihre Mutter hat nach dem Tod des Vaters, also von Vickys Vaters, nach dem Tod von ihrem Ehemann sozusagen, ganz lange hier bei Vickys Bruder gelebt, sind jetzt 5 Jahre. Und Vickys Bruder tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach, Vickys Bruder braucht auch Privatsphäre für sich. Ne? Also irgendwann ist auch, ja, naja, ich finde es persönlich auch gut, wenn man eine eigene Privatsphäre hat. Vor allem, wenn man 35 ist und ein eigenes Leben führen möchte, mit der Mama zu wohnen, ist nicht unbedingt so das Geilste, finde ich. Ich, meine Meinung, das ist ja jetzt für jeden unterschiedlich, ich finde es halt nicht so super. Ich finde, dass jeder seinen Freiraum haben darf und haben sollte und er hat sie ja echt lang unterstützt, 5 Jahre und Vicky hat sie auch hier unterstützt, wir waren ja direkte Nachbarn, aber das Verhältnis auf Dauer wird schlecht. Wenn zu viele Köche in einem Brei mitmischen, wird es auf Dauer einfach nur anstrengend. Wir reden ja nicht über ein Abhängigkeitsverhältnis wie Kind-Mama, klein, also kleines Kind und große Mama, sondern das sind zwei selbstständige, erwachsene Menschen. Da hat jeder für sich seine eigene Weltansicht und die knallen aber dann zusammen irgendwann mal. So, auf jeden Fall haben die jetzt, hat die Mama von sich aus jetzt gesagt, sie zieht weg, sie möchte gern, sie hat ja auch ein Haus, die haben dort ein Haus, ich habe euch das Haus ja auch verfilmt, die länger auf meinem Kanal sind, die können ja mal nach unten scrollen,
Und da gibt es ein Video von Devin. Devin heißt die Stadt. Und da gibt es auch ein Video davon, wie das Haus von der Mama von Vicky aussieht. Das ist ein großes Haus, da ist genug Platz. Und sie darf ab jetzt ihr eigenes Leben einfach für sich leben. Und Vickys Bruder darf sein Leben für sich so organisieren, wie er es gerne hätte. Ja? Man muss bedenken, er hat eine Einzimmerwohnung. Ne? Und das ist dann echt irgendwann mal, kann man sich dort nicht mehr aus dem Weg gehen. Das ist kein großes Haus, wo jeder sein Zimmer und seinen Platz hat, sondern das ist echt eine Einzimmerwohnung. Und wenn ihr fragt, warum wir das bei uns nicht machen, weil ich das auch nicht möchte. Wir hatten das schon bei uns und ich bin da sehr, sehr eigen. Ich bin einfach sehr eigener Mensch. Ich genieße meine Verwandtschaft auf Entfernung sehr, sehr gerne. Alles, was zu nah an meine Privatsphäre kommt, führt meist dazu, dass ich mich sehr schnell eingeengt fühle und ja, ich möchte das nicht. Ich möchte das auf gar keinen Fall einfach. Das ist mir einfach viel zu eng. Das ist eine Typfrage bestimmt und viele freuen sich darüber, wenn sie Verwandtschaft da haben. Ich habe weder gern Besuch, noch gehe ich gerne zu Besuch. Ich bin da so ein eigenbrödlerischer Mensch. Alles, aber meine Wohnung ist mein heiliger, ruhiger Raum. Und dann möchte ich einfach mit mir sein und mit Vicky sein, falls wir Kinder hätten, dann halt auch mit den Kindern bis zu einem gewissen Alter. Und ich brauche einfach diese Zeit, die ich für mich habe. Und ich habe mir mein Leben nicht umsonst so freigeschaufelt. Ne? Also, ja. Ja, aber ich urteile über niemanden, der es anders mag, jedem das, was er begehrt. Ich begehre meine Freiheit und meinen Freiraum. So, Leutchen. Ich habe jetzt angefangen, ich sehe es ja gar nicht, die Kamera zeigt ja gar nicht dahin. Doch, die Dose seht ihr und hier steht meine Trinkflasche, hier stehen die Sachen, die ich gerade rausgeholt habe. Die werde ich jetzt alle einfach wegräumen, das da am besten direkt in die Tasche, weil das nehme ich ja, wie gesagt, morgen zum Kita mit. Und ja, das muss ich sauber machen, die Dose auch. Salat habe ich ja vorbereitet, einfach direkt einpacken und dann haben wir was für morgen. Salat apropos war super lecker, ich empfehle es euch. Wenn ihr den ausprobieren möchtet, diesen Nudelsalat, der ist echt wirklich, wirklich lecker. Probiert den mal. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich mal einen Cut. Es ist spät, ich brauche ein bisschen Erholungszeit und wir sehen uns dann. Im nächsten Tag, das wird, also ich mag wirklich jetzt Zusammenschnitte von vielen Tagen, wenn ich filmen kann, filme ich. Jetzt Nägel werde ich euch nicht filmen, weil ich habe gesehen, dass es für die meisten uninteressant ist und die meisten haben nicht geschrieben, dass sie das sehen, also es hat keiner geschrieben, dass er es sehen möchte und solange es keiner schreibt, dann ja, mache ich das jetzt auch nicht, also das ist unwichtig. Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Wir sind tatsächlich jetzt schon auch in einem anderen Tag. Zwischen der letzten Aufnahme und jetzt liegen bestimmt 2 Tage, wenn auch nicht mehr. Ich laufe jetzt gerade zum Stadtbüro von Offenbach. Ich muss meinen Personalausweis verlängern. Ich habe mir jetzt Termin für 16.25 Uhr gemacht. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, bis ich dort ankomme. Ja, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie ist es jetzt, wo war ich? Ah ja, ich habe mein Konto doch gewechselt von Ludwigshafen nach hier Offenbach und die Mitarbeiterin in der Bank hat gesagt, wissen Sie, dass Ihr Personalausweis ausläuft jetzt im Oktober. Und tatsächlich, also ich habe jetzt immer wieder drauf geguckt, wahrscheinlich auch das letzte Mal, als ich drauf geschaut habe, hatte ich noch Zeit, aber Oktober ist ja bald, ist gar nicht mehr so lang hin und Gott sei Dank auch nicht jetzt irgendwie zum Urlaub, dass das ausläuft, sonst wäre es jetzt lustig geworden, wenn der genau zum Urlaub ausgelaufen wäre. Ja, aber ich habe mir jetzt einen Termin gemacht, Gott sei Dank habe ich auch die Fotos schon beim DM damals für die Krankenkasse gemacht, also habe ich auch Fotos da, die sind zwar nicht die wunderschönsten, aber mit dem Personalausweis, da wedelt man ja sowieso nicht um sich herum,
sondern ja. Und anschließend gehe ich nach Hause. Ich bin irgendwie total erschöpft. Das Wetter macht mich richtig müde. Mal heiß, mal super heiß und mal regnet es 2 Tropfen und dann wird es nur noch schwüler. Dann wird ein Tag kalt und dann wieder heiß. Also ja, ich bin richtig müde. Heute ist auch der letzte Tag, wo Vicky da ist. Morgen fliegt sie nach Bulgarien. Wir sehen uns heute Abend, morgen früh das letzte Mal. Und dann ist sie für 7, 8 Tage weg. 8 Tage ist sie weg. Ja, am 8. Tag kommt sie zurück. So rum. Und ich bin dann allein zu Hause. Allein. Vielleicht ist es dann aber auch die Möglichkeit, endlich mal meinen Kleiderschrank zu verfilmen, was ich jetzt die ganze Zeit machen wollte und gar nicht geschafft habe. Und was wollten wir noch machen? Ah ja, das mit der Gesichtsmassage. Ich habe hier jetzt gerade so einen Freund, weil die fröhlichen Tage auf mich zukommen. Deswegen ist der Freund dann auch da und hier. Aber das könnte ich dann auch machen. Dann werde ich meine Zeit so planen, dass ich das auch hinkriege, für euch zu filmen. Ja, ansonsten würde ich sagen, an der Stelle beenden wir einfach das Video. Das ist definitiv lang genug und Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir sehr gerne ein Like geben und wir sehen uns in den Kommentaren und im nächsten Video. Macht's gut!